Moin! Heute zeigen wir euch 5 Skills, die ihr alle während der Schulzeit trainiert habt. Auf den ersten Blick wirken sie vielleicht eher nebensächlich, doch sie können euch heute in vielen Momenten wirklich weiterhelfen. Was, wieso und wofür erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Die Schulzeit. Wir alle mussten durch sie durch oder stecken noch mittendrin. Die einen mit mehr, die anderen mit weniger Freude. Sie war aber nicht ganz unnötig. Denn dort haben wir Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt. Und wie man Gedichte analysiert. Top! Aber keine Sorge, um diese Skills geht es nicht. Fangen wir mal mit der ersten Fähigkeit an. Gut, oben haben wir uns noch über Gedichtanalysen lustig gemacht, aber analytisches Denken ist mega hilfreich. Über die gesamte Schulzeit habt ihr es für verschiedenste Analysen gebraucht. Ihr habt es also jahrelang trainiert und perfektioniert. Es ist vielleicht erstmal nicht ganz so offensichtlich, aber diese Fähigkeit, zwischen die Zeilen und über den Tellerrand hinauszublicken und letztlich alles strukturiert zusammenzufassen, hilft euch enorm weiter. Führt euch diese Erkenntnis mal vor Augen. Ihr seid durch die Schulzeit Profis darin geworden, Probleme zu erkennen und das Wichtigste herauszufiltern. Dabei am Ende noch eine Lösung zu finden, rundet das Ganze ab. Diese Eigenschaft ist nicht nur im Berufsleben von großem Vorteil, sondern auch in eurem privaten Leben. Denn durch die häufige Anwendung geht ihr auch mit einer anderen Denkweise an Probleme heran, als wie ihr es sonst getan hättet. Schon mal ganz nice. Was gibt's noch? Skill Nummer 2 ist eure soziale Kompetenz. Der Umgang mit verschiedensten Menschen hat den Schultag geprägt. Das ist ein wichtiger Softskill, den man nicht unterschätzen sollte. In eurem ganzen Leben und vor allem im Beruf trefft ihr auf unterschiedlichste Leute, mit denen ihr interagieren müsst. Durch die Zeit in der Schule seid ihr es also bereits gewohnt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und generell offener zu sein. Sehr gut. Skill Nummer 3. Sicheres Auftreten. Klar, viele von euch zucken jetzt noch bei »Na, wer hält den nächsten Vortrag?« zusammen. Aber vergesst nicht, im Beruf kann es immer wieder zu Situationen kommen, in denen ihr etwas präsentieren müsst. Und dann ist es doch ganz hilfreich, das einige Male getan zu haben. Bestimmt wart ihr bei eurem 10. Vortrag nicht mehr ganz so nervös wie bei eurem 1. Und keine Sorge, es ist völlig normal, aufgeregt zu sein, wenn man vor einer Gruppe spricht. Aber als Tipp können wir dort nur betonen, dass Übung den Meister macht. Je öfter ihr diese Situation durchmacht, desto harmloser wird sie. Weiter geht's, Skill Nummer 4. Ja, jetzt geht es doch um Wissen, nämlich um euer Allgemeinwissen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, denn man wird dadurch auf jeden Fall selbstbewusster. Man hat ein breit gestreutes Wissen und kann sich an Gesprächen beteiligen, die man sonst gemieden hätte. Und das ist nicht nur auf sozialer Ebene wichtig. Bildung ist der Schlüssel, um sich fundiert mit Problemen auseinanderzusetzen und letztlich auch gute Lösungen finden zu können. Allgemeinwissen ist also ein Baustein fürs Leben. Kommen wir zum letzten Skill, Nummer 5. Ihr habt eure eigenen Stärken und Schwächen kennengelernt. Nach der Schulzeit wisst ihr zum Teil, was euch liegt, was euch eher schwerfällt oder worauf ihr gar keinen Bock habt. Vielleicht habt ihr im Wirtschaftsunterricht gemerkt, dass euch Ökonomie total interessiert. Man bekommt Erkenntnisse über sich, die einem ohne die Schulzeit vielleicht verwehrt geblieben wären. Also nutzt die Chance und macht das Beste aus der Zeit. Fassen wir nochmal schnell alle Skills zusammen. Ihr seid Profis im analytischen Denken, habt ein sicheres Auftreten bekommen, habt eure soziale Kompetenz ausgebaut, euer Allgemeinwissen erweitert und seid letztlich auch schlauer über euch selbst geworden. Alle Skills, die ihr oft trainiert habt und die euch wirklich weiterhelfen werden. Wenn ihr mehr über Unternehmertum und unternehmerisches Denken erfahren wollt, checkt doch mal den Startup-Teens-Kanal oder die Simple Club-App ab. Bis bald!